Ein unterirdisches Materiallager der Bundeswehr in Mechernich, Nordrhein-Westfalen. Der Weg ins Innere führt durch einen Stollen bis in 130 Meter Tiefe. Ja, es ist immer was Besonderes, wenn ich hier reinfahre. Es ist wie ein Autobahntunnel, der nie aufhört. Es ist überhaupt nicht alltäglich, hier zu arbeiten. Eine Viertelstunde dauert die Fahrt. Hinein in das Gewirre von Bahnschienen, Straßen und Gängen, die zusammen 13,2 Kilometer lang sind. Lange Wege, für die die Mitarbeitenden häufig das Fahrrad benutzen. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern lagern hier Ausrüstung und Ersatzteile in allen Größen. Von der kleinsten Unterlegscheibe bis hin zu Flugzeugteilen. Insgesamt rund 120.000 Artikel. Wie in einem Versandhaus kann die Truppe hier Material anfordern. Vor allem Bestellungen aus den Einsatzländern müssen schnell erledigt werden. Ein besonderer Teil der Untertageanlage ist der Waffenstollen. Hier haben wir vom G36 bis zum Raketenwerfer so gut wie alles mit dabei. Teilweise kommen die aus der Industrie frisch zu uns oder auch von der Truppe. Die werden hier nochmal überprüft. Die sogenannte technische Materialprüfung wird hier durchgeführt. Dann kommen die Waffen wieder in einen funktionsfähigen Zustand wieder zurück in die Truppe. Eine weitere Besonderheit der Untertageanlage, die eigene Feuerwehrstation. Rund um die Uhr sind die Feuerwehrleute in Bereitschaft. Wir befinden uns hier ja in einem bergwerksähnlichen Stollensystem und die Feuerwehrkräfte hier sind speziell ausgebildet, sodass sie auch im Falle einer Evakuierung auch unsere Mitarbeiter sicher nach oben gleiten können. Untertage und Übertage. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr sorgen die Mitarbeitenden in Mechernich dafür, dass die Truppe alles bekommt, was sie braucht.